Willkommen zurück zu Skyward Sword. Beim letzten Mal haben wir wieder ganz schön viel geschafft. Und ja, jetzt wollen wir mal diesen Hebel drücken und gucken, was dann passiert. Und wo es uns dann hinbringt. Okay, bei der Statue tut sich was. Okay, jetzt können wir also in den Keller des Dungeons gehen. In den Underground. Gut, bin gespannt, was uns dort wohl erwarten wird. Im Untergrund dieses Dungeons. Es ist so eine kleine lilane Hölle, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, sie ist verdammt cool gemacht. Sie ist wirklich verdammt cool gemacht. So. Von hier aus kommen wir jetzt da runter. Ich würde sagen, beginnen wir uns mal hinab in diese finstere Welt. So, zuallererst mal, was befindet sich eigentlich hier oben? Ich werde es euch mal kurz zeigen. Ja, da seht ihr schon, da ist das Zeichen für die große Tür. Das heißt, logischerweise, dort befindet sich wohl der Endboss und der wartet später auf uns. Erstmal müssen wir uns hier durchkämpfen. In dieser Unterwelt, wo wir natürlich gleich auf neue Gegner treffen. Das sind die Zombie-Goblins. Die Zombie-Goblins wird man nur hier in diesem Dungeon treffen, denn... ja, sie sind logischerweise Geschöpfe des Untergrunds und deswegen trifft man sie nur hier. Und man kann sie auch nur töten mit dem Fangstoß. Würde man sie so umhauen, dann gehen die einfach wieder... tja, stehen sie einfach wieder auf. Man merkt schon, die können sogar auslutschen. Wie als Bonbonpapier, aber... nicht mit uns. Wir schmecken nicht. Gut. Bam. So, das war's. Damit hätten wir dieses Problem gelöst. So, jetzt fragt euch bestimmt, wo geht's denn hier weiter? Ich muss sagen, ich weiß das gerade selbst nicht. Da oben kommen wir nicht hin. Da geht's bloß zurück. Ich glaube, wir aktivieren mal den Käfer und gucken uns mal in den Augen um der Kreatur, ob sich da was versteckt. Okay, da ist ein Rubin. Ach, scheiße, verfehlt. Herzen. Können wir immer gut gebrauchen. Und hier oben war die Stelle, wo wir ein paar Parts zuvor die Truhe gesehen haben. Das heißt, die Truhe befindet sich quasi unter den Füßen dieser riesigen Statue hinter uns. Na? Krieg ich den Rubin? Ja, natürlich. So, aber wo geht's weiter? Ich schätze mal, wir müssen durch das Maul der Kreatur. Schauen wir uns mal ein bisschen näher um. Geht's da irgendwo weiter? Ist irgendwas versteckt? Sieht nämlich ganz so aus. Ich will mich gerade mal gucken. Na, es sieht im Grunde nicht so aus, als wäre da irgendwo ein Weg oder so. Oder was versteckt. Da hinten kommt man nicht hoch. Da will Link auch nicht hochlaufen. Warum auch immer. Bei den Füßen können wir auch nicht hoch. Da können wir auch nicht hoch. Nee, da ist doch nichts hinten. Da ist doch gar nichts hinten. Oder habe ich vielleicht was übersehen? Ach ja,
R2 ist vielleicht ganz unscheinbar. War hier hinten ja ein Gang gewesen, den man lang gehen konnte. Na, den muss man auch erstmal finden. Egal. Jedenfalls wieder mal Zombie-Goblins. Und jetzt wird's auf diesem Weg ein bisschen knifflig. Ihr seht diese komische Brühe um uns herum. Da dürfen wir nicht rein. Ansonsten kriegen wir Schaden. Oder sind quasi Instant Death. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist Instant Death. Oh, wieder mal Feuerfledermäuse. Bam, bam, bam. Alle weg. So, Herzen für uns, das ist nice. Und wieder mal Himmelsfalter. Und ich versuche wieder mal mit meiner Lyra zu spielen. An der richtigen Stelle. Genau. Und ich glaube, ich werde es wieder mal nicht hinbekommen, weil meine Wii-Mode wieder mal verziehen wird. Gehe ich mal sehr stark von. Sonst können wir ja wunderbar Rubine farmen, aber irgendwie will mir das nie richtig gelingen. Ich mache es irgendwie immer falsch. Ja, cool. Ich habe gerade gar nichts aufgezeichnet und bekomme Herzen. Ah, Mann. So was Blödes aber auch. Bei der Bombe, da konnten wir gerade nichts machen, weil da die komische Brühe noch ist. So, aber hier kann ich was machen. Und zwar, wo ist denn... Da ist denn die Peitsche. Und ne? Ja, bam. So wird's gemacht. So, ihr seht, das Areal ist... Ja, mittelmäßig groß. Und dort müssen wir rüber. Bloß, wie kriegen wir jetzt den Felsen da weg? Lasst mich mal sehen. Ah, ich sehe da was, glaube ich. Und wenn das... Ne. Ja. Und wenn das gerade eine Bombe ist, dann... Ist das eine Bombe oder ist es einfach nur... Ne, ich glaube, es ist keine Bombe, oder? Naja, ich glaube, es ist bloß so ein alberner Schädel. Naja, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Okay, das hat nichts gebracht. Dann würde ich sagen... Ja, was machen wir denn jetzt? Wie war das doch gleich? Lasst mich mal überlegen. Da kommen wir nicht rüber. Dahinter ist die Bombe. Vielleicht gibt es ja dort irgendwie... Wartet mal. Ich versuche mal die Bombe rauszuschleppen. Aus dem Höhlengang. Vielleicht muss ich auch gar nicht den Wasserfall aufmachen. Vielleicht reicht es ja auch so. Nee, das reicht nicht. Soll ich mich da mal umgucken, ob vielleicht ein Hinweis da steht? Da vielleicht, ne? Trifft die Augen. Verborgenjuwelen. Der Mund schließt sich. Der Fluss wird gestoppt. Moment mal. Trifft die Augen. Was mag das heißen? Sorry. War es gerade ein Bomben oder wie war das? Augenjuwelen. Nee, Bomben ist doch viel zu weit. Das reicht doch eigentlich bis dahin. Dann kann das ja nur mit dem Käfer zu machen sein. Das heißt, da drin muss, wenn ich mich gerade nicht irre, sich ein Juwel befinden, also ein Schalter. Und? Habe ich recht? Ja, natürlich habe ich das. Bams! Und der Mund schließt sich. Und jetzt können wir auch den Käfer losschicken, die Bombe holen
und den Felsen einfach mal hinwegsprengen. Alles im Grunde ganz einfach. Kein großes Problem. So, Bombe nehmen wir mit. Und sprengen damit diesen großen Felsbrocken da vorne einfach mal. Bams, weg. Und schon kann es weitergehen. In der kleinen unterirdischen Hölle. So. Na, schwingen wir uns mal rüber. Und bitte ohne abzustürzen, Link. Weil da geht's ziemlich weit tief nach unten. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn wir in die Runden bürgeln. So, klettern wir rauf. Kommt mir gerade ein bisschen sehr bekannt vor von God of War, das Ganze. Obwohl ich sagen muss, bei God of War war das Ganze ein bisschen schwieriger. Hier ist das noch alles sehr, sehr einfach. Und da hinten seht ihr so eine Rolle. Also so ein Förderband. Ich weiß nicht, ob man es Förderband nennen kann oder so. Jedenfalls können wir dieses Förderband manipulieren. Und zwar mit diesem Hebel dort. Und zwar mit diesem Hebel dort. Hebel dort. Ja, nämlich. Dann müssen wir es halt einmal so probieren. Ich glaube, das wird absolut nicht funktionieren. Oder? Nee. Funktioniert nicht. Nee, der Schalter muss doch hier irgendwie zu bedienen sein. Es geht doch überhaupt gar nicht. Das kann ich jetzt nicht glauben. Komm. Nochmal. Ach, jetzt plötzlich. Und warum vorhin nicht? Warum wollte der Schalter vorhin nicht funktionieren? Wolltest du mich verlabern? Du kleiner dummer Schalter? Falls du das vorhattest, vergiss es. Ich falle auf deinen Tricks nicht rein. Ich glaube, die Rollen drehen sich mit dem Förderband, kann das sein? Gut. Nochmal den Schalter aktivieren und diesmal auf die andere Seite. So. Wo führt mich das hin? Ja. Direkt in den Tod. Aber da war auch gerade nichts zu sehen irgendwie. An Plattformen. Da war nichts zu sehen. Seht ihr, da ist nichts. Nur da hinten. Na, da komme ich nicht ran. Oder komme ich da her? Jedenfalls kann das gerade nicht richtig sein, darauf zu springen. Würde ich mal meinen, ja, die Rolle dreht sich jetzt wieder andersrum. Und deswegen würde ich sagen, folgen wir mal diesem Pfad. Ich glaube, ja. Ist richtig. Da oben sind Gegner. Und wo Gegner sind, das heißt auch, dass es richtig ist. Adios, Herz. Das sieht verdammt verdächtig aus. Das sieht verdammt verdächtig aus. Okay, schwingen kann ich scheinbar nicht. Okay, und jetzt? Okay, klettern kann ich. Schwingen nicht. Anscheinend muss ich... Ja, klettern. Wow, und zwar ziemlich schnell. Da kommen schon die Feinde. Klettern, Link. Klettern, mein Leben. Abschütteln. Los. Pff. Tschüss. Oh, kletter ins Licht. Oh, ich bin blind. Nein. Oh. Nein, lass mich los. Lass mich los. Oh, ich bin blind!
Ah, grelles Licht. Und wir sind wieder draußen. An der Spitze. Bewege die Statue zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den nötigen Schlüssel. Okay, mit anderen Worten, aktiviere diesen Knopf und du wirst zum großen Schlüssel gelangen. Na, es ist ja kein großer Schlüssel, es ist ja so eine Art Puzzleteil oder so. So, das heißt, Knopf oder Hebel, 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 aktiviere dich. So, das geht jetzt wieder nach oben. Und das bedeutet natürlich auch, dass unten die Füße sich auch wieder heben. Was wiederum bedeutet, dass wir jetzt an die Truhe rankommen können. Und damit auch, wie Fei schon meinte, an den offensichtlichen großen Schlüssel, beziehungsweise Schlüsselobjekt. Und ich sehe gerade da hinten, liegt noch was Schönes, und zwar ein Bernstein-Halbmond. Den will ich nicht hier lassen, den nehme ich gleich mit. Sweet. So. Und Geronimo! Fliegen wir wieder runter. Und landen natürlich am Seil. Ich glaube, dorthin kommen wir jetzt. Okay, da können wir erstmal wieder abkürzen, indem wir das machen. Und jetzt müsste eigentlich da, wo der Tempel vorhin stand, so ein großes Areal stehen. Genau, da hinten ist es. Mit einer Truhe. Und was ist drin? Als wenn es viel zu einfach wäre. Das große... den gesegneten Schlüssel. Und ihr seht schon, der Tempel kommt hinab. Aber ihr müsst einfach nur abhauen. Dann werden die ganzen Zombies einfach mal zerquetscht. Da habe ich mich damals ein bisschen blöd getan. Bei der Aktion habe versucht, die Zombies zu besiegen. Das hat nicht funktioniert, denn die kamen immer wieder. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ach komm, haust du einfach ab. Und das war tatsächlich die richtige Idee. Ja, und ihr merkt schon, im nächsten Part werden wir uns dann daran widmen, den Boss dieses Dungeons zu schaffen. Und das ist ein ziemlich epischer Boss, möchte ich sagen. Wer jetzt es ist, will ich noch nicht sagen. Das werdet ihr erst im nächsten Part sehen. Jedenfalls macht er sehr viel Spaß. Hat auch eine leicht zu durchschauende Taktik. Und ich denke mal, ich werde ihn versuchen ohne Tränke. Weil ich denke mal, ohne Tränke ist der ganz gut schaffbar. Ohne Tränke wird er schon irgendwie ganz gut schaffbar sein. Er ist jetzt nicht so schwer, wie gesagt. Ist ein recht leichter Boss. Wenn man die Strategie raus hat. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen einfädeln hier das Ganze. Dass das Ganze auch passt. Und wir haben eine Blume. Ich finde, die Schlüssellöcher hier in Skyward Sword sind richtig, richtig ausgefallen. Das ist echt ein Traum. So, ihr seht schon, hier sind ein paar von diesen Stöpselteilen. Die aktivieren wir und gucken, was dann passiert. Genau, das passiert. Das Ganze funktioniert nämlich wie ein großer Aufzug. Und das bringt uns dann... zu einer höheren Etage des Tempels. Ich finde die Mechanik dieses Dungeons ist so verdammt genial. Naja, jedenfalls im nächsten Part geht's dann
an den Boss dieses Tempels, der, wie gesagt, verdammt episch ist, aber auch verdammt einfach ist, wenn man seine Strategie rausnimmt. Ich bin 8bit-Wacky, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Tschüss, Sikowski. Bis zum nächsten Mal. Ciao.